Oha, meine Freunde, das geht ja gleich wieder richtig los hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession bei Let's Play Outlast. Tja, der Admin-Block, okay. Wir schauen natürlich erstmal alle Türen nach. Dicht. Ich muss ja mal ganz kurz wieder ein bisschen reinkommen. Das ist ja jetzt auch ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Und hier ist wenigstens Licht. Muss man dann jetzt auch ein bisschen arbeiten. Doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Oh, meine Freunde. So, eine Stunde nimmt jetzt auch noch den Rekorder hier. So, Taste N. Der Doktor ist tot. Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragt mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Wallrider? Also wissen das ja wahrscheinlich alle noch nicht so wirklich, was Projekt Wallrider bedeutet. Hier war ein Leiter, genau. Aber wir schauen uns erstmal nochmal hier an. Hier war aber nichts. Dort können wir nicht rein. Und dieser Herd in der Batterie ist. Dankeschön. Jetzt frage ich mich natürlich, hier war doch alles gerade überflutet. Ach nee, Quatsch. Wir sind ja schon durch, da wo es überflutet war. Wir sind jetzt ja wieder ein auf der gleichen Etage wie vorher auch. Wir machen hier mal zu, damit er hier in Ruhe weitersitzen kann. Und gehen hier mal runter. Oh Mann. Wir sollen ja eigentlich immer der Blutspur folgen, aber die Blutspur geht ja, also das Wasser fließt ja in die Richtung. Aber da geht es anscheinend nicht weiter. Da sieht man ja richtig, wie die Textur aufhört. Die Bluttextur. Mensch, haben wir es mal ertappt. Gut, dort ist es aber immer dunkler wird das Blut, also gehen wir mal in die Richtung einfach. Licht! Oh! Ja, die Putzfrauen haben anscheinend heute Frühjahrsputz. Komische Viecher, die über die Maschine gehen. Lecker. Also hier scheint es allen gut zu gehen. Bimmelt wie das Handy, ich krieg einen Föhn. Wir haben gerade viele Batterien. Da müssen wir ein bisschen aufpassen.
zu. Wo? Weiter zu gehen. Wir schauen aber erstmal hier rein. Dich, kleine Dritter, habe ich nicht gesehen. Die machen wir samt wieder die Kasse. Okay, also, so, dass jeder... Ja, die scheint gut zu gehen. Ist ja nicht so, dass hier jeder einen Schlüssel für hat, ne? Nein, ich höre was. Schon selber so ein bisschen immer so schlucken. Thank you.
Alter, was war mit denen denn los? Das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ey. Toll, jetzt hängen wir wieder hier drinnen rum. Warte auf mich! Der ist ja in der Zwangsjacke, also da kann ich eh nicht viel machen. Freund Fatty McFatFat, besser bekannt als Chris Walker, der scheint viele Entsorgungsparks zu haben hier in Mount Massive. Ein Fest mal für die Fliegen. Leute, ich bin gerade irgendwie so, ich war gerade irgendwie so irritiert. Ich hätte nie gedacht, dass diese Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Ich muss mich gerade erstmal konzentrieren. Sorry, wenn ich nicht so viel geredet habe. Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Gut, das kennen wir noch. Oh, Leute. Der ist auch in der Zwangsjacke. Ich könnte mal echt mal wieder Batterien bekommen. Hast du Batterien für mich? Gar nicht erst an. Wir brauchen eine Batterie. Viele Batterien haben wir trotzdem nicht. So, hier noch ein paar Red Bull-Dosen. Und ein Danke. Er wird uns ja wohl nicht so viel tun. Oh Mann, Freunde. Auch richtig toll und schön jetzt die Kiste, die wir oder wo die gerade gegengebollert haben, jetzt wieder wegzuschieben, ne? Da kommen wir bestimmt noch entlang, sonst wäre doch die Tür nicht so halb offen. Ach, jetzt sind wir hier. Okay.
Oh. Ja, den Patienten nehmen wir gleich dann in den Operationssaal. Das geht schon wieder. So. Krankenbericht von Rick Traeger. Oder Trager oder keine Ahnung was. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Warrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seitdem die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es nicht gelungen. Das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedauerte das Ergebnis bla 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 bla. Langfristige Medizin und Versorgung. Das ist gar nicht der Nutzer weiter, oder? Nee, doch nicht. Und ich hatte viele Violierungen gelernt. Am liebsten würde ich halt die Texte von. Ach, das ist doch die Stelle, wo er hier. Oh, es geht schon wieder. Ich nehme Fleisch für mich. Jetzt erinnere ich mich hier wieder dran. Da ich wirklich kann mich hier komplett gar nicht mehr dran erinnern. Hier kommen wir noch entlang. Mach ihnen das Scheiß nicht. Come on!